Moin, moin, meine lieben Leute und willkommen zurück hier auf meinem Kanal zu einer weiteren Folge Kingdom Come Deliverance. Und ja, in der letzten Folge haben wir herausgefunden, was da vor sich geht. Und jetzt müssen wir nach Thallenberg, um nochmal den Herrn Harnisch Bescheid zu sagen, was da so schief läuft. Und auch die ganzen Armeen zu sammeln, damit wir den Angriff gut planen können. So, ich mache mir Schnellreise gerade an hier, damit das auch schneller vonstatten geht alles. Das wollen wir natürlich auch. Sonst macht es ja auch keinen Spaß. Entschuldigung, ich habe hier gerade mir den Mund gestopft. Total dumm, gleich am Anfang mir was im Mund zu stopfen. Aber ich habe gerade richtig Hunger gehabt. So, Thallenberg dauert noch ein bisschen. Wie man sieht. Aber das kriegen wir schon hin. So, da sind wir auch schon. Perfetto. Thallenbergo. Gut. Gucken wir, ob wir den Harnisch finden. Hallöchen. So, da ist er doch schon, oder nicht? Nee, er natürlich nicht. Thallenberg wird hier oben sein, dann. Wir finden. So, los geht's. Herr, ich bringe dringende Kunde von meinem Vater, den Herrn Ratzig und Harnusch. Du scheinst es zu wissen. Was möchte dein Vater? Ich fand heraus, wer hinter den Unruhen steckt und... Vater und Herr Harnusch beschlossen, dem ein Ende zu setzen. Was? Wer ist denn für all das verantwortlich? Du kennst ihn vielleicht. Istvan Toss. Ich habe ihn nicht persönlich kennengelernt, doch Herrn Ratzig zufolge war er bereits einmal in Skalitz zu Gast. Vor dem Angriff. Das ist wohl kein Zufall. Was ist er für ein Mann? Wonach strebt er? Er dient König Sigismund und geht gegen die Adligen vor, die hinter König Wenzel stehen. Er hat eine beachtliche Streitmacht in der alten Feste über Sasau versammelt und will bald angreifen. Vater und Herr Harnusch wollen zuschlagen und ihn vernichten, ehe er sich vorbereiten kann. Oh, um Himmels Willen! Wann und wo? Heute Nacht. Sie bitten dich, deine Männer zu sammeln und bei Vranik zu ihnen zu stoßen. Das ist Wahnsinn! Das mag sein, aber ich fürchte, Sie haben recht. Je schneller wir dieses Gewürm tilgen, desto besser. Versammle die Männer. Heute Abend rücken wir aus. Das gerade genug zurück, um die Burg zu bewachen. Also gut, Herr, wie du befiehlst. Schließt du dich uns an? Ja, Herr. Es gibt noch eine Rechnung zu begleichen. Oh ja. Und das Schwert wieder haben. Das wir von unserem Stiefvater bekommen haben. Ein bisschen Pflegevater, würde ich sagen. Warum läutet man die Glocke, wenn man noch eigentlich nicht so... Naja, kann ja keiner eine SMS schicken und sagen, wir sind unterwegs, ne? Aber ich dachte, so einen Alarm zu machen, bevor man losgeht, ist doch auch ein bisschen dumm, oder? Ja, damals war die Kriegsführung allgemein ein bisschen dümmer, ne? So Informationskriege, ne, wo man einfach mal Flaggenträger oder Trommler hatte, die einfach vorne weggingen und als Erste erschossen worden sind. Uncool, oder? Hat uns doch jemand gesehen. Oder? Gewinn das Turnier. Ach, dieses scheiß Turnier da. Ganz ehrlich, jedes Mal wieder. Na, sieh mal einer an, Tewisch. Kannst es dir wohl nicht entgehen lassen, was? Du hast doch wohl nicht erwartet, dass ich dir den ganzen Ruhm überlasse. Uns würde es im Traum nicht einfallen, ohne dich anzufangen. Wie ist die Lage? Habt ihr schon verhandelt? Haben wir. Was ist dabei rausgekommen? Nicht gerade das, was wir uns erhofft hatten.
Schatz, ich wollte erst persönlich mit ihm verhandeln. Glücklicherweise konnte ich ihm das ausreden. Sieht so aus, als würden wir die Situation nicht kampflos lösen können. Und das ist auch gut so. Dann gibt es endlich mal gute Unterhaltung hier bei uns auf dem Lande. Zu unserem Glück hat mein Sohn hier sehr viel Mut bewiesen und sich in die Höhle des Löwen gewagt, um sie zu bespitzeln. Sag uns, was du weißt, Junge. Oh, jetzt geht's, bin ich wieder gefragt. Oh, dieses blöde Turnier da. Ja. Was genau möchtet ihr denn wissen? Für den Anfang, wie gut ihre Anlage befestigt ist. Oh, die äußere Palisade umgibt das ganze Lager. Auf einem kleinen Hügel innerhalb der Anlage befindet sich ein heruntergekommenes Bauernhaus, umringt von einer weiteren Palisade. Dort wurde ich gefangen gehalten. Und dort sind auch Toss und seine engsten Vertrauten. Kannst du uns sagen, wie viele Zelte es gibt und wie sie aufgestellt sind? Es könnten 50 sein, vielleicht 60. Die meisten befinden sich im rechten Teil des Lagers. Und Männer, wie viele haben sie in ihren Reihen? Mindestens 80 an der Zahl. Wir haben selbst kaum mehr in unseren Reihen. Und dennoch sind es mehr, wenn auch nur ein paar. Zudem sind unsere gut ausgerüstet und diszipliniert, im Gegensatz zu diesem wilden Haufen. Ja. So wie ich das sehe, greifen wir sie am besten aus dieser Richtung an. Wie sieht es an den anderen Seiten aus? Das Gelände im Osten ist voller Felsen. Ein Großangriff ist dort nicht möglich. Andererseits konnte ich dort entkommen. Sie entledigen sich dort ihrer Abfälle. Der Haufen ist so hoch, dass er fast bis zum Rand der Palisade reicht. Das ist interessant. Der Wall ist weitläufig. Selbst wenn es wirklich so viele sind, können sie nicht die gesamte Palisade bewachen. Wenn wir das Tor mit voller Wucht stürmen, haben sie nicht genug Männer für hinten. Eine ausgezeichnete Strategie. Ich habe nichts Geringeres von dir erwartet. Wenn wir gleichzeitig für Aufruhr sorgen, werden sie nicht wissen, wie ihnen geschieht. Aufruhr? Du sagtest, sie hätten Zelte? Ja, Herr. Wenn ich mich nicht irre, sind Zelte leicht in Brand zu stecken. Und wir haben einige Bogenschützen. Du machst keine halben Sachen, Divish. Haben wir gut? Sehr gut. Wir haben also einen Plan. Robert schnappt sich 10 Männer und schleicht sich mit ihnen zur Rückseite der Anlage. Dort führt er einen Weg hinein, aber bleibt unbemerkt. Ich gebe mein Bestes, Herr. Das wird nicht allzu schwer. Ich denke, der Feind wird genug andere Sorgen haben. Der Rest von uns startet einen frontalen Angriff. Lasst brennende Pfeile regnen und dann greift an. Diesen Bastarden wird Hören und Sehen vergehen. In diesem Moment fallen ihnen Robert und seine Männer eiskalt in den Rücken. Klingt nach einem guten Plan. Gott sei mit euch, meine Freunde. Lasst uns diese Hurensöhne. Ich bin doch bestimmt beim hinteren Angriff dabei, oder? coole Recken sind das, muss ich sagen. So ein bisschen zumindest. Okay. Alle mal herhören! Bald werden wir uns diesen miesen Hunden stellen! Sie morden, berauben und schänden unsere Weiber! Viel zu lange schon sind sie uns ein Dorn im Auge! Sie mögen sich vielleicht hinter einer Palisade verschanzt haben, aber dieses Gesindel ist Männern wie euch nicht im geringsten gewachsen! Und heute Nacht werden wir die Bäume mit ihren Leichen schmücken! Zuerst stecken wir ihr kleines Hornissennest in Brand. Danach beschäftigen wir sie am Tor. Und wenn wir ihn ordentlich eingeheizt haben, fällt Herr Robert ihn mit seinen Männern in den Rücken. Er schreibt gerade den ganzen Plan raus. Aus ihnen. Alles klar soweit? Ja, Herr! Gut. Also, wenn wir die Palisade erreichen, decken die Bogenschützen die Männer, die sie überwinden. Und auch die mit dem Sturmbock. Wer von diesen Scheißkerlen dumm genug ist, den Kopf rauszustrecken, wird mit Pfeilen gespickt, verstanden? Ja, Herr! So gefällt mir das, dann los, vorwärts! Yes, ich bin bereit. Eine perfekte Bogenschütze. Immer von weiter weg und immer ein Pfeil ins Auge. Ich bin gespannt, was wir machen müssen. Wie gespeichert, das ist schon mal gut. Bogenschützen! Geil! Halt's ihn ein! Vorwärts!
müssen wir auch einen Pfeil rausholen. Zumindest brennt es schon mal bei denen. Leiter hochgehen. Okay, wir sind drin. Geh mal nicht als erstes rein, sind wir glaube ich als erstes auch tot. Hier war das Tor. Jetzt? Wir haben das Tor doch, die sind ja doch nicht verkehrt. Ah, okay. Ich weiß nicht, haben wir die Arbeit gemacht. Ich habe gar nicht so viel gemacht, ne? Rücke über den verbrannten Boden vor. Heinrich, geh mit den Männern und feg das Geschmeiß bei den Zelten weg, damit es uns nicht ins Kreuz fällt. Ihr da drüben, ihr geht mit ihm. Der Rest von euch sammeln und dann auf zum Tor. Den haben wir doch auch weggenommen. Das war noch. So. Ja, haut ab. Ja. Doch nicht. Bleib stehen, du Feigling. So. Mein Gott, das Zentrum haben wir auch gesichert. Wenn ich den letzten Teil jetzt in der Gewand lage, ist okay. Kommt ihr mit, Leute? Alleine schaffe ich das nicht. Muss ja hier sein, ne? Dann, Leute. Blöder Bauer. Blöden Bauern. Okay. Und jetzt? Bin ich alleine eigentlich? Haben wir Leute verloren? Wahrscheinlich. Wo ich hin soll. Wo soll man hin? Haben wir den letzten Teil aber auch gesichert jetzt hier? Runter?
Von oben irgendwo hin, von anderen? Wahrscheinlich, ne? Rücke über den Verbandenboden vor und aus, haben wir gemacht, okay. Sterben da. Hä? Oh, endlich. Okay, die stehen alle still hier, stumm. Was machen sie da? Ach, die sind Rambock, okay. Ich helfe. Ah, das ist aber schon schwierig zu kämpfen, muss man sagen. So. Also wenn hier sowas wie Friendly Fire gibt es hier, glaube ich nicht, aber... Siege die Banditen ein für alle Mal. Das haben wir gemacht, okay. Wo ist dieser ungarische Bastard? Wieso ist er nicht hier? Sag nicht, dass niemand hier Befehle gab. Sieht aber ganz danach aus, Hanusch. Heinrich, wo ist Thorst? Du sagtest, er wäre hier. Er war hier, Herr. Meine Schnitte und blauen Flecken bezeugen es. Sucht nach Hinweisen. Wir müssen herausfinden, wo er sich verkrochen hat und was er im Schilde führt. Oh. Versuche das Gehöft. Ich kann meine Sachen zurückholen, das kann ich auch machen. Das ist die Frage, wo meine Sachen sind. Auch hier drin irgendwie, ne? Okay, da kriegt man fast alles wieder. Mit Dietrich auf jeden Fall. Ich brauche ja eigentlich nicht alles, ne? Das Schild nehme ich mir damit. Beile. Ja, ein paar Sachen schmeiße ich eh gleich weg. Das nehmen wir mit. Also, wir nehmen jetzt alles mit und machen das gleich nochmal ordentlich. Gut, jetzt müssen wir jetzt wird natürlich sehr schwer beladen, wenn wir ein paar Sachen loswerden. Also, erstmal der Rüstung gucken. Also, wir haben ja... Können wir auch weglassen, wir haben eigentlich eine bessere Kettenhaube jetzt gerade. Noch weglassen. Gefärbte Wattbunde. Die packen wir mal rein.
Nackenhaube kann auch weg. Sieht immer nur cooler aus. Finde ich. Auch cooler. Kann die Jagdhandschuhe rausschmeißen. So. Fenitip haben wir auch weg. Gut, jetzt bei den Waffen müssen wir gucken. Also müssen ein paar Sachen müssen wir wegschmeißen auf jeden Fall. Also das Bürgerschwert schmeißen wir aber weg. Ich brauche nicht zwei Bögen, brauche ich auch nicht. Das Ritterjagdschwert kann auch weg. Rustigerbogen kann auch weg. Kann auch weg. Das Teil, das brauchen wir, das Ding. Standhaftigkeit packen wir weg. Trotzdem haben wir noch ein bisschen zu viel Gewicht. Pass auf, das können wir auch fallen lassen. Was ist denn so schwer hier? Ich darf mir gar nicht so viel haben, was so schwer ist. Den Brandwein vielleicht. Das ist auch nicht schwer. Hä, wieso habe ich denn so viele Sachen, was... Okay, das wiegt ein bisschen was, aber... Ah, ich habe ein bisschen viele Pfeile auch. Pass mal auf. Okay, das Pferd kann ich nicht ertragen, okay. Lassen wir die fallen. Gut. Die anderen Pfeile haben wir auch noch. Verbesserter Jagdpfeil. Dann lassen wir die alten Jagdpfeile mal fallen. So. Hier brauchen wir eigentlich alles. Bei der Nahrung. Edler Wein. Oh, können wir natürlich ein bisschen was weglassen, ne? So, dann sind wir auf jeden Fall wieder erstmal unter dem, was wir sein wollen. Jetzt suchen wir mal nach Hinweisen hier. Ach guck mal, hat alles fallen gelassen. Ich denke, was liegt denn da vor meinen Augen? Nein, der Bogen kann auch weg. Guck mal, da liegt noch ein Schlüssel, oder was ist das? Eriks Truhenschlüssel. Welche Truhe ist denn gemeint? Die hier drinne? Ne, muss die nebenan sein, ne? Eriks Truhenschlüssel muss ja hier von irgendwie abgehen. Ja. Hier auch nicht. Also wir haben Eriks Truhenschlüssel, aber das ist ja nicht Eriks Truhe hier. Die konnten wir ja so aufmachen. Nicht rein. Oder bin ich hier hochgekommen? Es gab doch noch eine Truhe, die gerade eben zu war. Da bin ich blöd. Wo war denn gesehen? Wo war denn das? Das hier? Ne, die hatten wir schon. Also nicht die, aber. Also wir haben den Schlüssel, aber noch eine Truhe sehe ich hier nicht. Oder sehen wir, oder steht hier, oder habe ich irgendwas falsch gesehen? Sieht doch noch eine Truhe irgendwo. Moment mal. Ich komme gleich nochmal, das wird es nicht sein. Nee, wo kann das sein? Ah. Die suchen ja auch nicht gerade viel hier, ne? Aber es muss ja hier sein, wo wir durchsuchen müssen, oder nicht verkehrt? Ja, guck mal. Dann knacken wir das Ding mal.
Buch beim ersten Mal. Das ist echt mal nett. Ach ja, guck mal, ist nichts drin. Die hatten wir doch auch schon, glaube ich. Nein. Es muss ja irgendwas hier drin sein, ne? Aber da haben wir ja schon. Das Geld nehmen wir mal mit. Leinenstoff. Manfreds Geldbeutel. Auch mit. Rüstungsset nehme ich auch mit. Schatz kann ich auch mit. Dann muss ich alles mitnehmen, was da ist. Mir ist nicht drin, aber jetzt bin ich natürlich wieder voll beladen. Das ist auch. Also, das ist doch blöd. Was habe ich denn so, an so schweren Sachen immer dabei? Ja, die sind schon schwer hier, aber. Gewöhnliches Kettenhemd. Sieht zwar cool aus, aber im Endeffekt brauchen wir es gar nicht, ne? Damit, ja. Aber trotzdem haben wir keine Hinweise gefunden hier. Hier steht ja auch nichts weiter. Doch, da, Brief aus Warnig. Ah, okay. Ah, jetzt haben wir es so. Okay, dann können wir den Brief abgeben. Wo ist denn der Hanusch? Da. Der Dewisch. Wo ist der Hanusch? Ist der hierbei? Nö. Nee. Da muss er da unten irgendwo sein. Na jetzt. Herr, mehr konnte ich nicht finden. Ein Brief? Was steht da drin, Ratzig? Neben Jagd aus Flügen, Gelagen und Kämpfen findest du bestimmt Zeit fürs Studium, alter Mann. An den Höfen von Paar kann heutzutage jeder Hinz und Kunz lesen. Naja, hier bei uns auf dem Lande kümmern uns solche Sachen nicht mal ein Furz, Ratzig. Außerdem habe ich dafür sowieso einen Schreiber. Also was steht in dem Ding? Offenbar hat Tostas geschrieben. Es wird kein Adressat genannt. Nur, dass alles streng nach Plan verläuft und die Burg bald eingenommen sein wird. Burg? Welche Burg? Wozu braucht er denn eine Burg? Herr, wir haben den da geschnappt. Es scheint ganz so, als sei er kein gewöhnlicher Speerträger. Wo ist Tost, diese Ratte? Wohin ist er gegangen? Sprich, verflucht! Er hat euch wieder überlistet, oder nicht? Wenn du dich klug anstellst, kommst du vielleicht sogar davon. Wo ist dein Herr? Gestern war er noch hier. Komm schon, Herr! Wir beide wissen doch, wie das hier enden wird. Mein Herr ist weg und nahm einen Großteil der Männer mit. Wo ist er? Was hat er vor? Er schreibt hier davon eine Burg. Oh, welche Burg? Welche Burg? Eine Feste nicht weit von hier. Welche völlig unbewacht ist. Welche das wohl sein könnte. Was sagst du da, du Hurensohn? Thallenberg. Ist er nach Thallenberg gezogen? Ihr werdet ihn nie kriegen. Niemals werdet ihr. Ach. Was denn? Hattet ihr vielleicht vor, ihn in irgendein Kloster zu schicken, damit er Mönch wird? Ich denke, wir haben zu tun, Herr Dewisch. Habe ich recht? Aufsatteln, meine Herren. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Ja, scheiße. Gutes Ablenkungsmanöver gewesen. Gutes Ablenkungsmanöver gewesen. Na. Halt! Wer ist da? Ich grüße euch. Es gab einen Hinterhalt. Wir brauchen dringend Hilfe.
Wir haben hier Verwundete! Oh nein! Möge Gott mit uns sein. Feuer! Na los! Vorwärts! Herrin Stephanie, es ist nicht klug, wenn wir... Herrin? Schneller, Männer! Reitet schneller! Meine Männer sind schwer verwundet. Ohne Versorgung werden sie den morgigen Tag nicht erleben. Feuer! Oh, schafft er das noch? Sei unbesorgt, wir kümmern uns um sie. Herrin, ich spreche euch meinen aufrichtigen Dank aus. Möge Gott euch für eure Güte belohnen. Jeder Christ sollte seinem Nächsten in der Stunde der Not zu Hilfe eilen. Wohl wahr. Ganz besonders zu dieser Zeit, in der Verrat und Täuschung allgegenwärtig sind. Macht schon, Männer! Wenn der Teufel in den Schatten lauert. Kommt schon! Was ich fürchten muss, Gäste in sein Haus zu lassen. Gib das Zeichen! Jawohl, Herr! Ja, scheiße! Gespannt. Rache abgeschlossen. Hä? Noch gab es keine Rache. Von Regen ins Zerschlagt sie! Sichert den Vorhof! Wir müssen in die Burg! Nehmt es ein! Komm her, du Bastard. Ah, sehr gut. Die sind unten noch. Da hinten noch längs. Na warte. Na warte! Oh, jetzt hat er mir aber ganz schön was weggenommen.
Mann. Hurensohn! Ja! Hurensohn! Mich. Ah, sind beide auf mich. Oh, okay. Das war natürlich blöd. Muss ein bisschen vorsichtiger sein. Kann auch sein. Na. Okay. Zerschlagt sie. Das ist nicht mit dem Vorhof. Okay. Oh, da kommen noch mehr, guck mal. Ah, die haben mich schon wieder hier in die Enge getrieben. Was machen da oben? Mit Gewisch? Okay, jetzt haben wir es. Ich habe mich ein paar Mal getroffen, war richtig gut. Na ja, gut. Ah, das merkt. Ach, gibt doch nicht, komm schon.
Wir treffen ihn nicht. Da. Da, noch ein. Noch ein. Da, oh nee. Oh, jetzt muss doch mal sterben da. Pfeile hältst du denn aus, du Affe? Ist doch gar nicht. Machst du denn? Er ist ein bisschen in der falschen Richtung, der Typ, oder? So werdet ihr das nie aufkriegen. Wir müssen da irgendwie hoch. Okay. Es passiert was. Nein, sie ziehen die Burg hoch. Nee. Oh. Komm raus, du Ratte! Komm raus und kämpfe wie ein Mann! Nein, lieber nicht. Hier gefällt es mir viel besser. Du versteckst dich wohl lieber hinter meiner Frau wie ein räudiger Köter. Ich könnte ihr auch einfach die Kehle durchschneiden. Ich habe genug Geiseln und dicke Mauern, die mich beschützen. Bringt ihn her. Oh. Ratzig? Was verlangst du, du Schlange? Mal sehen. Eigentlich verlange ich gar nichts von euch. Außer vielleicht, dass ihr alle sterbt. Feuer! Brennt alles nieder! Oh. Was machen wir? Natürlich blöd. Gott, geht es dir gut? Ich werd's überleben. Aber das Schwert werde ich wohl eine Weile nicht mehr schwingen können. Oh, keine Sorge, Schwertkämpfer haben wir genug. Ein guter Herr ist da schon seltener. Wie zur Hölle haben sie Ratzig erwischt? Ich kam nicht mal bis zum Tor. Er kämpfte gegen die Verstärkung, die aus der Burg kam. Wir müssen Herrn Rat... meinen Vater irgendwie retten. Genau wie auch meine Gattin. Und unser Zuhause. Mein Freund, du weißt doch genauso gut wie ich, dass wir sie belagern müssen. Nein. Nein, das wäre erst der letzte Ausweg. Es muss noch eine andere Möglichkeit geben. Herr, wenn... ein paar Männer nachts die westliche Mauer erklimmen könnten, gelingt es ihnen vielleicht, die Geiseln zu befreien und das Tor zu öffnen. Aber auch nur, sofern sie sie im Hof gefangen halten, wie wir es immer taten. Das ist sehr riskant. Was, wenn sie gesehen werden oder das Fallgatter nicht leise öffnen können? Herr Hanusch, wenn wir auch nur eine Geisel befreien können. Ein gefährliches Unterfangen. Wen würdest du schicken? Ich gehe. Oh, natürlich, wer sonst? Dann machen wir uns bereit. Wer nicht, außer ich, der Bruce Willis des Mittelalters. Steht langsam. 6. So, schon wieder Kohle bekommen. Und nochmal. Okay, ich bereite mich besser auf den nächtlichen Überfall vor. Leichte, dunkle Kleidung wäre am besten. Okay. Wo kriegen wir die her? Ist aber die Frage, ne? Gut, zum Schlafen können wir auf jeden Fall hier.
Begib dich zu Hauptmann Robert, sobald du bereit bist. Okay, wir gehen jetzt einfach mal schlafen legen. Und dann war es das auch für heute. Ist hier was drin? Obwohl, nee, lieber nicht knacken. Ja, ich wollte nicht knacken, keine Angst. Wollte mich nur hinlegen. Gut. Ja, dann schlafen wir noch eine Runde. Und ja, ich danke euch fürs Zuschauen. Hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei. Und bis dahin, so lange. Tschüss.